Boah, bin ich clever oder bin ich clever? Alter! Nice! Sehr geil! Na toll, was hol ich denn hier wieder vor? Ja, hoch oder? Ja, bis ich jetzt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, dass man. Aber fällt dir hier irgendwas auf oder so, wenn man sagt, das könnte Wegweiser sein? Wir brauchen. Oh, ich bin auch nicht runtergelaufen. Oh. Das war doof. Speichervorgang war doch. Ach so, okay. Ja, Kompass finden. Wie soll ich denn hier einen Kompass finden? Dankeschön, Tabi. Tabi schreibt, ich habe das jetzt sehr gut gemacht. Ja. Ja, okay, dann war das die falsche Richtung. Aber da. Ach man, das war dumm. Du kannst doch die Fackel nehmen, oder? Ja. Aber die wahrscheinlich. Fackel, sind wir da nicht lang gegangen? Nee, ich bin unten außerdem lang gegangen. Ach so, ja, ist ja egal, wir sind ja eh wieder am Anfang. Nee. Na klar. Echt? Nee. Die lassen sich nicht ver. Hä? Ach so, geht nur damit. Ich verstehe, gut. Wo soll ich denn jetzt hier einen Kompass finden? Alle Klassen sammeln? Nee, Kompass finden. Wir müssen einen Kompass finden, um unseren Weg durch die labyrinthartigen Wälder im Süden zu finden. Wir haben gehört, dass einer der ältesten Bewohner von Tarsis vielleicht einen hat. Er lebt alleine auf einem Hügel östlich des Dorfes Itori. Ah ja. Ach so. Ja, gut. Da können wir ja lange in den Wäldern rumirren. Ja. Aber ich dachte, ich könnte den Weg selber finden. Wäre schön gewesen, aber... Warum auch? Huch! Alter, fackel mich nicht ab! Aber warte, jetzt gibt es einiges zu sammeln. Das war aber auch... ich möchte mich dafür entschuldigen, dass mein Stab in der Hose einfach losging. Was hab ich denn heute mit Stab und Flöte spielen? Das ist furchtbar. Ich weiß es auch nicht. Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Ja, brenn noch das Haus ab. Das warst du. Ich nein. Glaube ich. Nein. Jetzt schieb das mal nicht auf mich. So, östlich müsste ja hier sein. Aber östlich auf dem. Östlich zu den Buschfeldern. Aber war das nicht. Ach, das meinst du das Haus, wo wir nicht hingekommen sind? Bis ja. Jetzt? Ja. Aber vielleicht können aber wir kann ja man hier. Hier nicht irgendwie. Genau. Hier ja, hoch irgendwo. Gut, dass wir uns wieder mal so einig sind. Die Frage ist halt nur hier lang. Na, ich würde mich jetzt östlich halten. Achso, na gut, dann gehen wir mal wieder östlich. Hauptsache, ich bin gerade wieder im Kopf durchgegangen, diesen Spruch nie ohne. Aha, da kommen wir gar nicht runter. Also runter schon, aber nicht durch. Dann gehen wir mal nach oben. Was bist du im Kopf durchgegangen? Ja, oder? Ohne. Wir gehen halt doch östlich und gucken, dass wir auf diesen einen Berg da kommen, wo wir noch nicht hochgekommen sind. Weißt du, wo wir auch die Leiter noch nicht gemacht haben. Ja. Aber da oben kannst du wieder graben, gerade. Ja, deswegen suche ich diesen Aufhang. Hast du anscheinend auch gefunden. Sieht so aus. Jawoll. Was war das? Was? Das laute Geräusch. Ist ja was untergefallen? Nein. Das hat voll laut ein Geräusch gemacht, als wäre irgendwas runtergefallen oder gegen ein Mikro oder so. Okay. Nein, sorry. Kann ich dir leider nicht helfen. Sei mal nicht so aggressiv, ey. Aber echt, hä? Ah, oh, mein Bruder. Was lachst du denn da so? Du wusstest ganz genau, auf was du dich da einlässt. Mit dir? Nee, eigentlich nicht. Oh, was?
Ja, sonst sagst du da auch nicht. Wo können... Ja, du springst wieder runter und ich nehme die Treppe. Ja, wir müssen hier... Ja, irgendwo. Okay. Irgendwie. Irgendwie, irgendwann, nee. Irgendwo. Waren wir da schon mal drin? Will. Ich glaube. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Ja, es hat mega gescheppert, ne? Ich hab nichts Tabi auch gehört. Oh, diese Item-Auswahl, das ist furchtbar. Lass mir die Spinne, lass mir die Spinne. Ja, gut. Oh. Wenn ich mal das... Ah, bin gefangen. Also alle werde ich töten. Nein! Nenn mich Demon Hunter. Wieso springe ich jetzt in die... Ja, gut. Komm her, jetzt, du Scheißspinne. Hör auf mich. Oh, bin schon wieder gefangen. Oh, mir juckt die Nase. Ich kann mich nicht wehren. So, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt haben wir's. Das war ja ein Schauspiel. Entschuldigung. Ich glaube, diesen Teil werde ich rausschneiden. Alle haben es gehört, außer das Dirko. Toll. Dann muss das bei dir gewesen sein. Aber nee, dann hätte ich es ja gehört. Bei dir gewesen sein. Bin ich vielleicht gegen das Mikro gestoßen? Ja, das meine ich ja. Vielleicht ist ja... Kann ja mal passieren. So. So, wo ist jetzt das Haus? Das war irgendwie weiter unten. Noch weiter unten? Aber hier geht's nicht weiter runter. Weiter kommen wir nicht, ne? Nein. Selbst wenn ich auf die Karte gucke... Nee, nichts zu machen. Wo ist denn das Haus? Ach so, warte mal, man kann noch ranzoomen. So in der Nähe von der Farm. Von der Farm? Die ist hier oben. Ja, da. Ach hier, ich sehe das Haus. Nee, so nicht. So sehe ich es nicht mehr. Warte. Na, dann müssen wir wieder runter. Ja, aber... lauf mal eben. Ich muss mir mal eben mal Haare machen. Ha? Okay, ja. Verstehe ich. Hey, du hast jetzt auch so lange Haare, ne? Ach Quatsch, nein, nicht so lange, glaube ich. Wie gesagt, ich habe dich bis jetzt einmal gesehen. Ach, das ist richtig. Ja, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich will da nicht hin. Der müsste von oben irgendwie. Ach, hier ist ein Friedhof. Oh, da gibt's ja auch. Eine Abkürzung? Ah ja, die kenne ich aber schon. Aber ich bin ja jetzt bestens vorbereitet mit meinen langen Haaren. Entweder mache ich mir so einen Männerdutt oder die Mütze drauf. Und Dani, erstmal Hallöchen. Oh, Dani da? Mhm, jetzt schon wieder. Was? Wie? Was schon wieder? Das Geräusch. Mann, ich... Mach gleich mein Mikrofon aus. Nein, soll doch nicht so. Komm, wir jumpen da runter. Ach, können wir gar nicht. Hallöchen, Dani. Nee, aber das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich so ein Supergeier hier so... Nee, wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ja, stimmt, weil hier kann man ja nicht weiter. Ja. Aber irgendwo östlich von Itori, das wäre hier und dann auf dem Berg. Ach, ich muss einfach mal. Warte, ich habe einen Sprung in der Platte. Was hast du? Sprung in der Platte. Wir müssen zum Friedhof. Lass mal Friedhof gehen. Richtig Friedhof mit Zombies und alles. Hä? Ja, jetzt kommen wir zu meinem Fachgebiet. Ah ja, doch, ich finde Zombies irgendwie cool. Ja, also vom Horror-Genre schaue ich mir Zombies am liebsten an. Oh, The Walking Dead. Und ich Geister. Bin jetzt bei Staffel 10 angekommen. Oh, ich liebe es. Bitte keine Spoiler. Nein, mach ich nicht. Gut, ich habe nämlich Menschen im Chat, die auch gerade dran sind, aber die sind, glaube ich,
Was? Schon fast am Ende. Also jetzt mit den neuen Folgen dran. Hm. Ja, und? Erzähl weiter. Ja, ich weiß nicht, ob du die wirklich spoilern könntest, aber... Ne? Keine Spoiler, bitte. Ich bin bei Walking Dead leider irgendwann ausgestiegen. Ich auch. Bin aber wieder eingestiegen. Hä? Bin ich dumm? Warum komme ich hier nicht durch? Ich hab mich aufgepasst. Warte mal. Ich hoffe, hier kommt ein nächster... Aua! Nächster Kartenabschnitt, dass ich dich mitnehmen kann. Ja, wird er noch größer, klar. Entweder bin ich gleich tot, oder? Sieht so aus. Ne, hier war Kohl. Wie bist du da durchgekommen? Na, ich hab den Stein kaputt gehauen mit dem Handschuh. Ja, flöte dem Stein hin. So, jetzt nochmal. Warum gehen die Steine nicht kaputt bei dir? Sind die Steine siehst bei du, dass dir? Sie da sind? Nein, leider nicht. Bei mir sind sie weg. Achso, ja, wenn du den Stream an. Ach. Ja, wenn ich den Stream wieder anmache, hört man dich doppelt. Naja. Ja. Oder uns allgemein. Ja. Ich hab Steine. Die kriegst du nicht mit dem Handschuh kaputt? Nein, da passiert gar nichts. Warte, lass mich mal die kaputt machen. Nö, ich kann die ja nicht kaputt machen. Scheiße, wie kommt man denn jetzt weiter? Gut, dann muss man einen anderen Weg gehen. Ja, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Doch, zum Friedhof. Na, dann geh unser Friedhof. Ich glaube nicht. Komm, ist doch nervig. Komm, sei mal ein bisschen optimistisch. Na, jetzt sind die schon wieder so seufzen. Und wie man das nennt. Guck mal hier. Das ist die andere Seite. Ich seufze nicht, ich weine. Okay. Entschuldige. Bei dir passieren eigenartige Dinge, weißt du das? Ja, das ist richtig. Was machen wir denn eigentlich mit sowas hier? Weiß ich nicht. Maggie schreibt Staffel 10, Folge 18. Ist sie. Boah. Nee, da habe ich noch ein bisschen. Ja, live. Aber ja. Ich will nicht spoilern, aber ich möchte nur sagen, dass ich bei dem derzeitigen Gegner immer... Gänsehaut bekomme. Oder Feind oder Clan oder wie die sie schimpfen. Weil ich mag die auch nicht. Na, ich weiß also ja nicht, bei welchem du bist. Ich bin ausgestiegen, aber ich habe trotzdem ein paar Folgen gesehen. Okay. Guck mal, Friedhof. Och nee, Schlüssel. Ja. Na, mal hier runter, wa? Jo. Wie sonst, wenn nicht woanders? Sieht hier auch wieder mega verdächtig hier aus. Meinst du, ich soll mal schaufeln? Ich bin schon zu dumm, um Sachen aufzuheben. Nee, ne? Kann das sein, dass das Spiel jetzt komplett gerade abschmiert? Mit welchen Sachen? Ah, nein. Mit A. Oh! Wieso habe ich auf den Ofen? Hast du gesehen? Ja. Oh, hier sind Steine. Hier sind Steine. Kannst du die jetzt mit einem Handschuh kaputt machen? Aber mit einem Handschuh, Alter. Nein. Und du siehst auch nicht, wie meine... Wie ich die Handschuhe... Ich sehe, durchglitscht. Ich glitsch nicht durch. Ich mache die Steine kaputt. Okay, dann gucke ich jetzt noch mal, ob ich hier irgendwie einen weiteren Kartenabschnitt finde. Da oben ist ein Haus, vielleicht kommst du da rein. Schauen wir mal. Ich wollte gerade das Schild lesen, hat sich erledigt. Ja. Hm. Mhm. Wow. Okay. Seltsames Gebiet hier. Ja, ich habe dich mitgenommen. Cool. Yay. So muss man das machen. Oh, ein Geist.
Buh! Tut mir leid, konnte nicht anders. Aber ich brauche deine Hilfe, bitte. Die Geister meiner Familie sind im Mausoleum am Fuße des Hügels gefangen. Sie müssen befreit werden. Ich bin beim Versuch, sie zu retten, gestorben. Bevor ich losging, habe ich den Schlüssel im Garten zu deiner Linken vergraben. Grab ihn aus, gehe zum Friedhof, verschaffe dir Zugang zum Mausoleum und rette meine Familie, bitte. Na dann, grab mal frei. Blitzbold. Boah, ich finde das gerade so geil. Weil ich habe echt gedacht, das Spiel basiert einfach nur auf Dungeon. Bisschen Stadt und das war's. Aber dieses frei erkunden hier, das finde ich gerade so geil. Ja, aber kann man hier vielleicht eine Abkürzung? Nee, leider nicht. Schade. Schade Marmelade, das war leider Pech. Was ist denn du? Festgebackt? Nee. Vielleicht. Ich habe den Kommentar gelesen. Tabi hat geschrieben, dass sie das noch nie gesehen hat und sie meint, sie müsste es mal nachholen. The Walking Dead? Ja. Aber da unten war eine Truhe. Also ich fand es halt auch gut. Irgendwann hat es mich ein bisschen genervt, aber so an sich ist das echt eine gute Serie. Ja. Ich will halt nichts sagen. Oh, hier brennt alles. Aber es ist genauso wie Breaking Bad. Da musst du wirklich eisern durchkämpfen bei der ersten Staffel. Und dann wird die Serie so geil. Ja, Breaking Bad habe ich eine Folge gesehen, glaube ich. Wow, doch so viel. Ja. Hat mich irgendwie nicht so. Ich weiß, das soll super sein, aber. Warte. Ja, ich warte. Nee. Aber fand ich hier nicht irgendwie eine Truhe? Ich hab doch eine Truhe gesehen. Vielleicht da hoch? Hoch? Irgendwo habe ich da. Da, wie kommt man da jetzt hin? Vielleicht von hier aus? Vielleicht. Nee, aber ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Warte. Geh du unten links. Damit wir dann urplötzlich vorbei switchen können. Ja, genau. Okay. Da oben war eh nichts mehr. Du solltest nur stehen bleiben. Dass ich nicht den ganzen Weg zurückrennen müsste. Sorry. Ja, da funktioniert. Ja. Ja, genau so wollte ich das. Oh, was ist das? Was ist denn, wenn ich da jetzt mit dem Hammer drauf haue? Geht's kaputt. Wer hätte es gedacht? Ich sehe gar nicht mehr, was du redest. Bitte? Ich habe noch nicht mal gesehen, von was du redest. Ach, hier war so ein komischer Stein mit Edelstein dran. Total verwirrt. Was? Ach, verwittert und unlesbar. Neues Gebiet, Isolationsberg. Ui, finden wir jetzt das alte Häuschen? Will das Spiel mich verarschen? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich krieg die Büsche nicht kaputt. Im Ernst? Leider ja. Oh, ich habe die alte Hütte gefunden. Das ist gut. Oh Gott. Es ist aber auch aufregend mit dir. Huhu. Huhu. Das muss ich mir mal nachträglich bei dir angucken, ey. Weil für mich sieht das so aus, als hättest du die gar nicht durchgeschnitten. Die sind einfach da, die Büsche, und ich krieg die nicht. Ja, es sieht doch sehr gut aus, wie du die ganze Zeit einfach mal gegen nichts läufst. Du steckst da einfach fest. Muss von hinten rum. Und was soll ich jetzt machen? Von hinten rum. Also einmal links lang. Ach so. Meinst du? Ich hab den Überblick. Ja, du siehst alles von da unten. Maggie sagt, zu Walking Dead könnte man so viel sagen. Könnte man sehr viel sagen, das stimmt. Ich habe auch ein echtes
Verlangen zu plappern, aber ich lasse es sein. Und was mache ich jetzt? Weiß nicht. Warum kommst du da nicht durch? Naja, vielleicht habe ich da auch so einen Alpha-Pixel, der mich jetzt hier gerade stört. Ich sehe da nichts. Ich sehe hier bloß einen Gartenzaun. Privatbesitz betreten. Daneben kannst du graben. Hä? Unten, am Schild, rechts, daneben kannst du graben. Nein, da wo die Bäume sind. Ach, oder kommst du da nicht durch? Naja, weiß ich nicht. Ich sehe hier nicht. Ah, jetzt bin ich runtergesprungen. Ich will auch mit da hoch. Alter, kannst du dich vielleicht abfackeln? Einfach alles in Schutt und Asche. Aber warum komme ich jetzt nicht in das Haus rein? Wollt ihr mich verkackeiern? Ich kann die Büsche abbrennen. Oh, geil. Ich find's gut, dass du jetzt kommst. Oh, wie nervt ihr. Das wird unser Spiel. Ich spüre das. Ja, aber das ist eigentlich so ärgerlich, weil das eigentlich ja ein cooles Spiel ist. Aber mit dem Bugs nervt das schon ziemlich hart. Ein bisschen. So, und hier kannst du eigentlich was abdingsen. Upsa. Warum krieg ich diesen Baum nicht weg? Ich will diesen Baum weg haben. Gießen bringt auch nichts. Oh, müssen wir echt das ins Mausoleum oder gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich übersehen habe? Du kannst auf jeden Fall, komm mal mit. Komm her, komm her, komm her. Ja. Wenn du jetzt da drunter springst, kannst du graben. Das ist schon mal gut. Ja, ist doch schon mal was, ne? Und warum kommst du da oben nicht hoch? Hä, willst du mich verarschen? Verarschst du mich gerade? Nein. Ah, du steckst im alten, verschlungenen Wald fest? Ja, dafür habe ich einen Kompass. Man gibt ja nicht ohne guten Grund etwas weg. Aber du hast in letzter Zeit tolle Arbeit bei diesem ganzen Monsterproblem geleistet. Cool. Danke, Andy. Cool. Wir haben den Kompass. Nachdem ich da unten fast eine halbe Stunde rumgetigert bin. Wie bist denn du jetzt? Ich verstehe das nicht. Wie bist einfach du jetzt durchgegangen. Hilfe! Ich komme hier nicht durch. Willst du mich? Dein Ernst? Jetzt weißt du, wie es mir die ganze Zeit geht. Ja, anscheinend besser wie mir. Du kriegst ja wenigstens noch einen Kompass. Aber Bugs sei Dank. Sollen wir das mit dem Friedhof jetzt schon machen? Na klar. Okay, cool. Auf zum Mausoleum. Wir laufen da jetzt hin und dann ist die Folge eh zu Ende und dann machen wir die nächste Folge mit dem Friedhof. Und da würde ich sagen, machen wir dann aber eine ganz kurze Pause. Ja, können wir gerne machen. Aber mit der Truhe nervt mich trotzdem. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, ich kann nochmal rübergehen. Weil viel habe ich ja nicht gesehen. Aber ich sehe es hier. Ich sehe es vom Haus aus. Ach, hier. Ich komme schwer nicht durch. Ja, geil. Läuft. Ey, 17 Kraftkugeln schon. Aber wir sind richtig gut, ey. Das Dream Team eigentlich. Eigentlich? Wir sind ein Dream Team. Ja, außer die Bugs hier. Ja, die gehören jetzt nicht zum Team dazu, aber. Doch, irgendwie schon ein bisschen. Nein, aber ich kam schon wieder nicht durch die Kisten. Hing ich schon wieder fest. Ja, du hast ja deinen Zauberstab. Ja, stimmt. Dann hätte ich hier vielleicht wegbrennen können. Du weißt schon, den feurigen Schwengel kannst du ja ein bisschen schwingen und dann abbrennen. Ferkelchen! Was? Nein! So, okay. So. Dann machen wir die Folge heute mal ein bisschen kürzer. Den Friedhof hätte ich gerne in einem Part. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.